Auto. Auto. Wahnsinnsteil. Radikaler als im Radical kann man auf Schweizer Straßen nicht fahren. Eigentlich ist dieser nur 1,14 Meter hohe Brite tatsächlich ein echter Rennwagen. Nur, dass man ihn mit der Zusatzbezeichnung SL für Street Legal jetzt auch in einer Straßenversion fahren kann. Am besten auf sehr ebenen Straßen. Die Bodenfreiheit ist minimal, jeder Randstein eine Gefahr und obendrein eine echte Bandscheibenprüfung für die zwei Insassen in den harten Schalen sitzen. Auch ohne Helmpflicht ist die Startprozedur derart langwierig, dass wir sie hier vierfach schneller zeigen. Gut eine Minute geht es, bis man das Lenkrad angesteckt und den 6-Punkt-Gurt fixiert hat, dann endlich Hauptschalter umlegen. Klingt super, aber egal, los jetzt! Knapp 250 PS für nur 700 Kilo in 3,3 Sekunden auf 100. Noch Fragen? Ein nervöses Heck, aber keinerlei elektronische Fahrhilfen und der Wendekreis eines Lastwagens, aber Querbeschleunigung jenseits des Vorstellbaren. Irre. Extrem unvernünftig, aber extrem vergnüglich. Das gibt's hier zu verblüffend günstigen Preisen, ab etwa 109.000 Franken, je nach Wechselkurs. Und am Schluss die Überraschung. Mit einem Testverbrauch um die 10 Liter ist der Radical an der Tankstelle nicht mal radikal.